Hier geht's nämlich zur Burgküche und von der Burgküche kommen wir nach oben zu den Priesterquartieren. Keep an eye out. Wo wir uns als Priester verkleiden können, um uns dann zum Berat-Priester schleichen zu können. So, hier ist Osria, die verrückte Nekromantin. Hey. Eine Frau, die gerade auf der anderen Seite durch den Raum geht, wendet dir ihr Gesicht zu. Ihr Gesicht, das auf einer Seite mit einer grünen Flüssigkeit besprenkelt ist, wird von langen schwarzen Locken eingefasst. Der Blick, mit dem sie dich ansieht, ist von unheimlicher Intensität. Noch mehr Unterbrechungen. Die Frau legt das Buch ab, das sie gelesen hat, und lächelt schwach. In welchen interessanten Zeit wir momentan leben. So viele ungebetene Gäste. Wahrscheinlich muss ich dir für all den Schaden an meinem Werk danken. Diese Leute wieder auf die Füße zu bekommen, hat ziemlich Zeit gekostet, musst du wissen. Osria blickt finster rein. Was genau tust du hier? Wer bist du? Jemand, der Unterbrechungen nicht einfach hinnimmt. Sie lächelt zynisch. Du musst einer von Kols kleinen Rebellen sein. Rekrutiert euch alle im Schwarzen Hund. Überzeugt er euch mit Met? Bittet er euch, die Konsequenzen eurer Taten zu ignorieren? Egal, was mich wirklich beunruhigt, ist der Fluch, der auf der Bevölkerung von Goldtal liegt. Ich stehe auf der Schwelle zu einer großen Entdeckung und Kols ist es nicht, der mich untergräbt. Sie blickt dich an. Du hättest dir mächtigere Verbündete suchen sollen. Was hat Weidwins Vermächtnis verursacht? Der Aberglaube dieses seniden alten Mannes ist es nicht, so viel kann ich dir sagen. Osria schnaubt. Das Vermächtnis ist ein Leiden der Seele und ich wie meine Mitstreiter haben unsere Leben dem Verständnis des Stoffes gewidmet, aus dem Seelen sind, die Essenz des Lebens. Mit etwas Glück wird sie zusammen mit ihren Kollegen auch an diesem Baum hängen. Adolfs Stimme klingt kalt. Ich selbst sehe mich als herausragendste Schülerin von Pangrams bemühten Lehrsätzen. Dass ich hergerufen wurde, um den wahren Grund für diese Plage herauszufinden, kam nicht von ungefähr. Dieser Fluch ist nichts anderes als das Abschiedsgeschenk des zersplitterten Gottes und keine Strafe für belanglose Sünden, wenn sie nur wüsste. Es muss sich um einen örtlich begrenzten Effekt handeln, etwas, das die Seele aus einem Körper reißt, wie man es von einem Biawak kennt. Sag das bloß nicht meinem Dorf, es könnte sie nämlich wirklich beschämen, dass sie versucht haben, mich aufzuhängen. Selbst in den Körpern sogenannter Urgeborenen habe ich zurückgebliebene Essenzspuren festgestellt, was wiederum nahelegt, dass die Seele nicht gänzlich zerstört wurde. Ich glaube, dass sie irgendwo intakt verweilt. Aus diesem Grund kann sie auch geborgen werden und, wenn man es so ausdrücken will, zurück in das sterbliche Fleisch gelegt werden. Warum konntest du noch keine Heilung finden? Oskars Gesichtsausdruck wird kalt. Es ist dieser närrische alte Priester Netmar, der Beratianer. Sie grinst spöttisch. Dieser alte Mann hat ein hübsches kleines Netz aus Lügen und Legenden gewoben. Dafür Sredrick ein frommer Mann ist, hat ihn Netmar fest in der Hand. Besonders jetzt nach dieser Sache mit Ingrid. Als ob dieses Hohlgeborene meine Schuld gewesen wäre. Wie auch immer, meine Bemühungen werden immer mehr von Ignoranz behindert. Sicherlich hättest du mehr Glück, diesem Aberglauben entgegenzutreten, wenn du nicht so grauenvolle Methoden anwenden würdest. Kana äugt einen der Untoten argwöhnisch an. Der Priester hat Fürst Redricks Aufmerksamkeit auf die Ruinen des Tempels des zersplitterten Gottes gelenkt. Wenn sie neu Wein und Berat widmen, wird der Fluch dadurch aufgehoben werden. Osria verdreht die Augen. Redrick glaubt ihr natürlich, jedenfalls hat er für diese Bemühungen enorme Goldmengen zur Verfügung gestellt. Sicherlich bemerkst du, dass mich solch großzügige Unterstützung beraubt hat. Sie gestikuliert mit einer ausladenden Atembewegung auf ihr Labor. Und ich muss zusehen, wie ich unter diesen trostlosen Arbeitsbedingungen mit Antworten herkomme. Wir fragen trotzdem, ob wir helfen können. Osria wirft dir einen neugierigen Blick zu. Einen interessanten Vorschlag, dass du losziehst und Fürst Redricks Leben bedrohst, kann ich gewiss nicht zulassen. Wie sollte ich meine Forschung fortführen, wenn es sie nicht mehr gäbe? Sie runzelt die Stirn. Trotzdem müssen wir nicht unbedingt Feinde sein. Wenn deine wahren Absichten tatsächlich die Unterstützung Goldtal ist, wie Kolsk behauptet, dann sind wir auf einer Seite. Außerdem könntest du mir nützlich sein.
Ich stehe am Rande der Offenbarung, aber Nettmars Einmischung ist zu weit gegangen. Und was soll ich für dich tun? Ich möchte natürlich, dass du dich um den Hohenpriester kümmerst. Wenn er erst einmal weg ist, wird Rendrik niemand mehr ablenken können. Dann können wir unsere Bemühungen auf die Lösung dieser Krise konzentrieren und wir werden dafür auch die Ressourcen haben. Töte ihn, dann werde ich dir im Gegenzug dafür ermöglichen, mit Rendrik zu sprechen. Ich kenne nämlich einen Geheimgang, über den du die Wachen umgehen kannst. Oscar lächelt schief. Sie sind nicht so geduldig wie ich, musst du wissen. Sie stellen auch nicht so viele Fragen, bevor sie angreifen. Sie hebt einen Finger. Das alles kommt mit der Bedingung, dass du Fürst Redrick nichts antust. Ja, das Augen auf, leuchten auf. Hey, lass uns auf ihr Angebot eingehen und sie dann hintergehen. Entschuldigung, das habe ich lauter gesagt, als ich eigentlich wollte. Hab mich ein bisschen aufgeregt. Ja, ich will den Berat-Priester nicht töten. Vor allem nicht für eine verrückte Nekromantin. Deswegen keine Absprache. Ich gehe jetzt. Oscars Lächeln verschwindet schnell wieder. Nun gut, wenn du es unbedingt nach Kämpfen dürstest, dann werde ich deinem Verlangen gerne nachkommen. Vielleicht werde ich in der Gunst von Fürst Redrick steigen, wenn ich ihm deine Leiche präsentiere. Und so ist sie angepisst. Alauf, brennende Wunden auf sie. Durens. Pack mal ein abstoßendes Siegel hier rein. Yes. Ach, das war kleiner, als ich gedacht habe. Wirf sie mal um. Okay. Das hier, dann eine nekrotische Lanze auf sie. Okay, sie ist schon mal hinüber. Hat das irgendwas gebracht? Nö. Nee, das war begrabene Geheimnisse. Gut. Aber ich glaube, das war Fürst eines Ödlands. Ich habe hier Redricks Festung erreicht. Fürst Redrick wartet irgendwo im Inneren, aber dorthin zu gelangen wird nicht einfach werden. I'm here. Tja, sie wollte es halt nicht anders. Hallo, auf ein Zauberbuch für dich. Silberpfennige hatten wir auch schon. Verrosteter Zellenschlüssel. At once. Nice and quiet. Achso, ja, die Katze einsacken. Zuerst denkst du, dass diese arme Kreatur krank ist, da ihr schwarzes Fell stückweise ausgefallen zu sein scheint. Als sich die Katze aber umdreht, um eine Fliege auf der Mauer zu begutachten, bemerkst du, dass ein Stück ihres Brustkorbes komplett offen ist. Ein Teil des Schwanzes ist abgefallen und gibt den Blick auf ein paar gezackte Wirbel frei. All das scheint die Katze nicht besonders zu stören. Sie stößt ein trillerndes Schnurren aus und reibt sich an deinem Schienbein. Katze streicheln. Du verbringst ein paar angenehme Augenblicke, während du die Katze zwischen den Ohren kraulst. Doch dadurch löst sich klumpenweise schwarzes Fell. Katze hochnehmen. Du hebst die überrascht leichte und unerwartet spitzknochige Kreatur hoch, die daraufhin zufrieden in deinen Arm schnurrt. Toll, ich habe die untote Katze. Ab mit dir in mein Lagerinventar. Auch wenn es makaber klingt. Hat sie was Besonderes? Oh, sie hat schöne Sachen in ihrem Zauberbuch. Gleich mal Feuerball lernen. Ja, Blitzstrahl. Aber Netz könnten wir noch lernen. Gehen wir mal kurz in Alofs Zauberbuch. Ja, Feuerball. Gut. Wenn ich Alof dieses Zauberbuch gebe, also. Hi.
Dann kann er fast nichts, nur das, was er auch wirklich ge gelernt hat aus den Büchern. Okay. I'm here. Goldduck. Chaosfuß. Certainly. Und ja, wir bestehlen die gerade. Allerdings ist das ja egal, weil sie tot ist. Sie wollte es aber so, weil wir hatten keine Lust, den Priester zu töten, weil das Töten eines Priesters ist keine gute Idee. So, jetzt konnten wir hier aufschließen. Das Gesicht dieses jungen Mannes ist schwer gezeichnet und seine ausgemergelte Gestalt steckt in einem abgenutzten Hemd. Zitternd beobachtet er dich mit einem Hoffnungsschimmer in den Augen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wirst du mir helfen? Der arme Kerl ist geschlagen worden. Wir dürften eh nicht hier sein. Lass uns ihn befreien und einmal zusammen und uns einmal zusammen für alles ausschimpfen lassen. Er schaut nervös an dir vorbei zur offenen Zellentür. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Freak freikämpfen kann. Du bist frei, renn um dein Leben. Wenn ich es recht verstehe, bist du hier gelandet, nachdem du die Burg zusammen mit Kolsk und seinen Mannen angegriffen hast. Ja, er schaut weg. Der Plan schien gut zu sein. Wir kamen ohne Zwischenfälle hinein und ich kannte den Weg in Kerbera, aber überraschten sie uns und die meisten von uns. Jacko erschaudert. Einige von ihnen wirst du schon gesehen haben, sie bekämpft haben, zumindest ihre Körper, ihren Verstand aber nicht mehr, aber ihre Seelen. Die Frau da unten, Redrix Beseelerin, ihr Name ist Osria. Ich habe sie manchmal ein Heilmittel erwähnen hören. Fürs Redrick ruft sie oft zu sich. Sie aber heilt niemanden, vielmehr verwandelt sie Männer und Frauen nur in Monster. Er schaudert. Ich sah, wie sie die anderen holte. Ich war mir sicher, der Nächste zu sein. Adolf schüttelt den Kopf. Männer und Frauen wenden sich der Heilung der Hohlgeburten diesem Übel zu. Oh, dieser Wahnsinn. Osria ist tot. Jaco zieht scharf die Luft ein, bevor er erleichtert zusammensackt. Gut, sie hat viel Schlimmeres verdient. Vielleicht können ja die Leute, die sie verändert hat, jetzt, da sie nicht mehr lebt, ins nächste Leben gehen. Das hoffe ich jedenfalls. Wie tapfer von dir, es mit dir aufzunehmen. Diese Beseeler, man weiß nie, zu was sie fähig sind. Erzähl mir von Osria. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ich meine, ich habe ein schlechtes Gefühl. Im Moment ihres Eintreffens wusste ich, dass sich alles verschlimmern würde, sagt er zitternd. Aus dem Umgang mit Beseelern kann nichts Gutes herauskommen. Unnatürlich sind sie alle zusammen. Sie ist diejenige, die sie umwandelte, die aus meinen Freunden Monstern machte. Sie würde das zum Wohle Goldhals machen, sagte sie. Jaco ballt eine Faust, wohl eher zum Wohle ihres Münzbeutels und ihrer kranken Neugier. Sie ist gefährlich und wer weiß, was sie sonst noch in ihrem Labor hat. Ich würde da nichts reingehen, da nicht reingehen. Sie hat etwas Überzeugendes an sich. Zauber, keine Zweifel. Du bist frei, renn. Danke dir, Freund. Ich muss zurück zur Gabelung, aber zuerst muss ich wohl etwas essen und mich ausruhen. Er zögert. Wenn du dich in die oberen Stockwerke traust, sag mir mal bitte, dass ich noch lebe. Sag ihm, dass ich noch immer die Schnitzerei der bleichen Ritterin habe, die er mir gab. Das wird ihn überzeugen und vielleicht kann er dir irgendwie helfen. Viel Glück und mögen dich die Götter behüten. So. Tagebuch wurde aktualisiert. Ich befreite Jacko aus seiner Zelle. Gut, die Rastvorräte waren hier. Das heißt, wir rasten jetzt erstmal hier. Auch wenn ich eigentlich nicht vorhabe, hier drin noch zu kämpfen, allerdings ist das wahrscheinlich klüger, die Rastvorräte von hier mitzunehmen. Und jetzt mal hier hochzugehen. So, in der Küche können wir uns bedienen. Wir sollten nur nicht aus der Küche rausgehen. Die gebratene Ziege schmeckt nur leicht nach Rauch und verbranntem Fett. Aus dem kalten Kadaver wurden mehrere Fleischbrocken herausgeschnitten. Da ist jemand Ziege.
So, wir kommen hier jetzt hoch, glaube ich, ins Kloster. Also in die Priesterquartiere. Genau, wir brauchen die Roben der Berat-Priester. Kann ich eigentlich mit dem Ding noch verzaubern?